Und weiter geht's mit Akinator. So, das letzte Mal haben wir Stefan Raab gesucht und der Akinator hat es auch gefunden. Und jetzt trinke ich mal kurz etwas. Na, lecker. Und jetzt machen wir weiter mit dem Personenratespiel. Und deshalb suchen wir auch eine Legende. Mal sehen, ob er es sie auch findet. Ja. Nein. Ja. Aus Amerika. Hat ihre Figur eine Tochter? Ich glaube schon. Ich bin mir aber da nicht sicher. Also drücke ich auf. Ich weiß nicht. Schauspieler? Nein. Gestorben? Nein. Musikbereich? Nein. Sport zu tun? Ja, jetzt haben sie. Dunkelhäutig? Nein. Pro Wrestler? Nein. Einen Helm? Einen Helm? Ja. Würde ich schon sagen. Nein, das nicht. Eishockeyspieler? Nein. Radfahrer? Ja, in gewisser Hinsicht. Teenie-Schwarm? Nein. Hat deine Figur das ich? Ich glaube nicht. Ich bin mir aber da nicht so ganz sicher. Hat deine Figur eine Vorliebe für sehr gefährliche Stunts? Ja. Schwarze Haare? Ja. Texas geboren? Weiß ich nicht. Ich denke an. Ja. Matt Hoffman. Genau. Er ist da. Tony Hawk, der BMX-Geschichte, ja. Auch ein sehr guter Fahrer und machen wir weiter mit einer weiteren Person. So, wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Ich versuche mal, mich selbst zu finden. Ich hoffe, es funktioniert. Ein erwachsener Mann. Ja, erwachsen bin ich noch nicht ganz. Da fehlen noch 2 Jahre. Aber meine Frau bin ich auch nicht. Zeichentrickfigur? Nein. Wie ein Mensch gekleidet? Ich denke schon. Berühmt? Nein, berühmt bin ich nicht. Noch nicht. Aus deiner Familie? Ich würde schon sagen, ja. Die gleichen Eltern? Ja, ich habe die gleichen Eltern wie ich. Ein Stiefel? Ich trage keine Stiefel. So alt wie du. Ja, ich bin so, die ist so alt wie ich. Ein Mädchen? Nee, ich bin kein Mädchen. Minderjährig? Ja, eigentlich schon. Geht deine Figur zur Arbeit? Nee, ich gehe nach Schule. Möchte deine Figur nach Hause telefonieren? Hä? Nein. Ist deine Figur mindestens zweimal nacheinander zum Präsidenten, zur Präsident gewählt worden? Nein, leider nicht. Denselben Vornamen, ja, nämlich Manuel. Dich selbst. Ja, da fehlt ein Foto. Aber ja, es funktioniert scheinbar. Probier mir mal meine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ihren Namen werde ich nicht verraten, denn das möchte sie nicht. Eine Frau. Ne, Frau noch nicht. Amerika erfolgreich? Nein. Nein, älter als wie 45. Berühmt ist sie auch nicht. Ein Mensch? Ja, ich denke schon, dass meine Schwester ein Mensch ist. Hast du dich schon mal in deinen Verloren verliebt? Ich denke nicht. Aus der Familie? Ja. Ja, dieselbe Mutter haben wir. Ist deine Figur älter als wie du? Nein, sie ist jünger. Gleich alt wie du? Nein, sie ist jünger, habe ich gerade gesagt. Ja, sie ist weiblich. Desselben Vater? Ja. Ich denke an. An wem denkst du denn? Deine kleine Schwester? Ja. Aber so jung ist sie jetzt auch nicht. So, wen nehmen wir denn jetzt? Es wird wieder Zeit mit was Fiktivem, würde ich sagen. Etwas
Ja, ich glaube, ich weiß was. Den kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Mal sehen, ob ihr ihn erratet. Weiblich? Nee. Männlich erfolgreich? Ja. Nein. 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 Ja. Nein. Gegen das Böse. Gegen das Böse. In gewisser Hinsicht eigentlich schon. Aber eher nicht. Ein Mensch. Ja. Älter. Nein. Jünger. Definitiv jünger. Ja. Eine Schwester. Nein. 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 Nicht auf Nickelodeon. Jünger als wie 15. Ah. Verdammt. Hat er Figur Locken? Nein. In One Tree Hill. Nee, würde ich ja mal nicht sagen. In New York. In New York, nein. Ja, zur Schule. Hat eine Figur in einer Serie am Strand gefilmt wurde? Also auf definitiv nicht. Das ist doch total falsch hier. Machen wir mal weiter. Mehrere Brüder, nein. Lustige Rollen. Ja. In den 70er Jahren entwickelt. Nein, definitiv früher. Dunkelhäutig auch nicht. Gilmore Girls, nein. Die Serie heißt. Ein besonderes Talent, ich glaube eher nicht. Hat einen schlimmen Unfall? Nein. Ist eine erst seit kurzem bekannt? Nein. Ja. Hat eine Figur einen Onkel? Ja, ich würde schon sagen. Und? Was ist das? Ah, der Jake! Nein, aber. Nee. Ist ja egal, aber der Jake hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ihr wisst schon, wen ich jetzt suchen werde. Männlich, ja. Aus Amerika, ja. Ja, habe ich gesagt. Zeichentrickfilm, definitiv nicht. Musikbereich, nein. Ich muss mal sehen, wie lange ich schon aufnehme. Ja, erst 10 Minuten. Kino bekannt, nein. In der Fernsehserie, aber auf jeden Fall. ProSieben zu sehen, aber auf jeden Fall. How I Met Your Mother, nein. Macht deine Figur Pony Let's Plays? Ich glaube eher nicht. Trifft man deine Figur in einer Arztserie? Nein, nicht Scrubs. Ist deine Figur bei Frauen sehr erfolgreich, aber auf jeden Fall. Hat deine Figur etwas mit Übernatürlichen zu tun? Ich glaube schon. War deine Figur schon einmal verheiratet? Nein. Ja, nein, ja, nein. Ich meine jetzt. Meinen Sie jetzt die Rolle oder. Die Person wirklich? Ich nehme mal, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall sehr oft betrunken. Ist deine Frau mit Doreen verheiratet? Ich weiß nicht. Stammt aus dem Saarland, aber nein doch. Ist deine Figur eine Komödienschauspielerin oder ein Komödienschauspieler? Ja. Freiburg, aber auf jeden Fall nicht. Ist deine Figur aus dem Ruhrgebiet? Was macht denn die eigentlich? Der kommt ja ganz woanders her. Und? Ja. Charlie Sheen. Ihr hättet euch das wahrscheinlich schon gedacht, da ich Jake zuerst hatte. Also. Ja. So. Wen kann ich denn jetzt nehmen? Ich glaube, ich nehme was Fiktives.
Nee, ich probiere mal was ganz was Lustiges. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Ist verwandt mit der? Nein. 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 Ja, in gewisser Hinsicht denke ich schon, aber eher nicht. Lebt deine Figur wirklich? Also ich würde schon sagen, dass die Figur lebt. Kinder, nee. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Kennst? Ja, persönlich kenne ich sie schon. Ja. Nein, Vorname, also auf jeden Fall nicht. Sprechen. Nein, ein Knüft. Nein. Zur Schule. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Kommt der Figur in den Roman von Kim Harrison vor? Also, na, ich kenne die Kim Harrison eigentlich nicht. Deine Katze, aber meine Katze sieht ganz anders aus. Sie sieht aus wie heißt der Garfield, genau. Nur nicht so dick. Aber schon fast dick. Mal sehen, wie lange ich schon aufnehme. Ja, da gehen sie schon noch ein paar Versuche aus. Ja, nehmen wir mal eine Frau. Ja. Weiblich. Und Amerikanerin. Amerikanerin. Wird schon sagen, ja? Figur Kinder, ich weiß nicht. Blond, blond, verdammt, ist sie blond? Weil, das habe ich vergessen. Nein, im Musikbereich ist sie diesmal nicht tätig. Nein. 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 Ah. Arbeitet deine Figur noch? Ja, ich glaube schon. Ja, was mit Sport zu tun? Ein Helm? Ja, nicht immer. Ja. War deine Figur schon einmal verheiratet? Ich weiß nicht genau, wo. Hat deine Figur im März Geburtstag? Geburtstag? Bah. Ah, was reden ich für ein Käse zusammen? Nein. Beherrscht deine Figur Telepathie? Ja, wir sind hier voll telepathisch. Ist deine verrückt nach der? Ha. Ist deine Figur schon einmal Weltmeister in ihrer Sportdisziplin gewesen? Nein, ich glaube, sie wurde nur Zweiter. Das weiß ich eben nicht. Bekanntes Model in Brasilien, nein. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube aber eher nicht. Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, das lassen wir mal lieber, denn eine Figur geht sich nicht aus, aber nehmen wir mal sehen. Weiblich diesmal nicht. Amerika erfolgreich? Ja. Älter als für 35? Nein. Zeichentrickfilm? Nee. Musik? Nee. Fernsehserie? Ja. Ja. ProSieben zu sehen? Ja. How I Met Your Mother? Ja. Nein, ich glaube nicht. Blondes Haar? Verdammt, nein, ich glaube nicht. Sexsüchtig, aber auf jeden Fall. Ist deine Figur ein Mittelfeldspieler? Nee. Blonde Haare. Das weiß ich eben nicht. Nee, ich lebe nicht in Amerika. Ja, wie oft denn noch? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Barney Stinson, genau. Von How I Met Your Mother.
Und ja, das ist jetzt die letzte Person gewesen. Ein Part mache ich noch und das soll eher so ein Vorweihnachts-Special sein. Okay, das war der vorletzte Part und ein Part kommt noch. Wir sehen uns im nächsten Part. Das war Part 2. Auf Wiedersehen.